Los, komm, hopp, 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 hopp. Ich möchte noch gerne was anderes machen. Oh, jetzt aber. Was ist denn? Da ist er. Okay, Stufe 23, hey. Okay, der ist übel. Na, kann der nicht auf uns ein. Ui. Na, 1 auf 4 und wir haben noch ein schönes Buch gekriegt. Oh, was muss man jetzt machen? Na, jetzt müssen wir zu Goran zurück. Wenigstens müssen wir jetzt dann nicht nochmal auf Sandor warten. Sondern wir können jetzt einfach ganz bequem den Seelenfels nehmen, um wieder in die Stadt zu kommen. Gott sei Dank hat der Geist nicht auf uns eingeprügelt. Daher war das ja jetzt auch ein ziemlich einfacher Kampf. So, einmal nach Graufort wieder. So, Goran. Mal gucken, ja, kannst du was mit dem alten Buch anfangen? Was gibt es diesmal? Ich habe hier ein Buch von Shin Targuar. Lasst es mich sehen. Verschlüsselt. Ich kann zwar die Silben erkennen, aber keine Worte. Da müsst ihr wohl jemand anderes aufsuchen. Geht zu Darius Servi. Er lebt in Lianon. Er kennt die Verschlüsselungen der alten Gilden besser als ich. Redet mit ihm über das Buch. Oh ja gut, wir müssen ja sowieso noch eher nach Lianon, um noch diesen Tiervertrag zu holen. Naja, da passt das ja ziemlich gut. Gucken mal. Hast du irgendwas Interessantes für uns? Nee. Ja, können wir mal denen mal die ganzen Zauber abladen, die wir haben. So, und die Runden brauchen wir auch nicht. Weg. Naja, also dann wollen wir mal wieder ab nach Lianon. Da gibt es ja nur einen einzigen Seelfelsen. Aber das Gebiet ist auch wirklich ziemlich klein. So, wir messen uns mit dem Darius. Der stand ja hier vorne. Seid gegrüßt, junger Krieger. Goran sagte mir, er könnte das hier entziffern. Ein finsteres Schriftstück. Sehr finster. Allmächtiges Licht. Das ist das Buch des Kindschlechters. Hier, nimm dies zum Tausch. Das Buch werde ich behalten. Dieses Wissen ist nicht für euch bestimmt. Bitte erzählt mir etwas über... Kann man nichts Neues erfahren. Aber der kriegt Silberschlange. Okay. Ach ja, das ist ein Ring. Plus 15 Charisma. Ja komm, nehmen wir mal. Vielleicht werden unsere Heilzauber mal um Mengen stärker. So, jetzt werden wir erstmal wieder Shanmuir. Ah, ihr seid zurück.
Na, kannst du mir uns mal den Trank anfertigen? Könnt ihr mir einen Zierfahrtrank brauen? Den Zierfahrtrank? Wer schickt euch? Ist es dieser Einsiedler? Ja, ihr wisst von ihm? Und ob. Er ist ein Mörder. Ein vom Wahn getriebener Schlechter. Nur seiner Krankheit und Schwäche wegen ist er auf freiem Fuß und nicht im Kerker. Sein Leiden gewann ihm das Mitleid der Richter. Der Zirfa-Trank könnte ihm helfen. Doch wenn er erst wieder bei Kräften ist, wird er von neuem zu morden beginnen. Habt ihr kein Mitleid mit ihm? Einen schmerzlindernden Trank kann ich euch geben. Er wird seine Qualen mindern, wenn auch nicht heilen. Aber den Zirfa-Trank niemals. Naja, dann nehmen wir mal den schmerzlindernden. Dann gebt mir diesen schmerzlindernden Trank. Hier habt ihr ihn. Bringt ihn diesem Einsiedler. Naja, dann müssen wir ja aus Graufurt auch erst wieder den ganzen Weg nach unten laufen. Heute sind große Fußmärsche angebracht mal wieder. So, dann dürfen wir jetzt den ganzen Berg wieder runterlaufen. Hoffentlich weite ich die Quest jetzt nicht noch mehr aus. Und ansonsten können wir noch ein paar Mal, glaube ich, hier hoch und runter laufen. Okay, die Bäume sehen komisch aus. Sehen wir, da kommt es mir nur so vor. Oder die meisten Bäume haben hier irgendwie einen Knick in der Optik. Naja. Wie sieht es denn erfahrungstechnisch aus? Na, da sind wir ja schon bei sogar Level 17 wieder. Ja, das Sidequesten hat da schon einiges wieder eingebracht. Na, guck mal, wer da angelaufen kommt. Der gute Sandor. So, der Einsiedler ist dazu gleich da vorne. Ja, hoffentlich müssen wir da jetzt auch irgendwie noch hier sich mal hin und her laufen. Also möchte ich die Folge natürlich nicht in die Länge ziehen. Der Trank? Habt ihr den Trank? Naja, hier hast du deinen Trank. Nehmt diesen schmerzlindernden Trank. Nein, nein! Geht weg damit! Das wird meine Qual nur hinauszögern. Ihr versteht nicht. Niemand versteht mich. Ich muss... Was müsst ihr? Was ist mit euch? Man sagt, ich sei ein Mörder. Vielleicht bin ich das. Doch ich bin es nicht aus freien Stücken. Einst verfiel ich dem Bann einer Dryade. Ein grausamer Zauber. Wunderschön und auch kalt und verzehrend wie der Frost. Sie schenkte mir Stunden. Ich kann es nicht beschreiben. Doch eines Nachts stahl sie mir eine Locke meines Haares. Seither bindet uns ein Pakt. Ihr Hass brennt in meiner Brust. Männer sind Rivalen. Frauen fordern ihre Schönheit heraus. Alle müssen sterben. Alle. Ich werde euch von eurem Bann befreien. Wo ist der Hain dieser Dryade? Im Wald von Eloni, nahe einem Teich. Dort traf ich sie das erste Mal. Aber seht euch vor. Sie weiß, was ich weiß. Sie wird euch erwarten. Na super, also kann man den ganzen Berg jetzt nochmal nach oben laufen, dann nach Eloni und dann dürfen wir den ganzen Berg nochmal hier runterlaufen. Naja, aber da wollen wir dem Einsiedler halt mal helfen. Auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen nervig wird, dass wir jetzt noch zweimal diese blöde Strecke hier laufen. Ja gut, dann müssen wir ja die dreimal laufen, wir müssen ja dann später auch wieder hier hoch. Ja, das wird ja spaßig. Ja, jetzt noch ein paar Mal den Weg hier zu laufen. Also ich kann es nur wirklich nur noch mal sagen, da, hier fällt echt ein Seelenfelsen.
So, jetzt sind wir mal schon mal wieder oben. So, dann mal nach Eloni. Haben wir hier genau gehabt, hier Triadenteich. Ach, hier hatten wir ja sogar noch auf die vielen Elfensoldaten. Vorwärts! Zum Angriff! Runenkrieger! Ich kann also die Gegner unterstützen hier. Vorsicht, Gegner! Okay, Schaden machen sie zwar nicht, aber die können sie ja mal als Ablenkung benutzen. Sofort! Und los! Ach, das war die sogar schon. Na dann. Also können wir gleich mal nach Graufort zurück und gleich mal den ganzen Weg wieder nach unten laufen. Oh Mann. Kommen wir gerade vor wie bei der Post. Naja, denn... Ja, Gott sei Dank müssen wir das jetzt nur noch zweimal machen. Dann hat sich das erstmal. Hoffentlich bekommen wir da nicht nochmal eine Quest, wo wir den ganzen Scheißweg hier laufen müssen. Ach, ist das nervig. Warum müssen denn Rollen- oder Strategiespieler immer so lange Wege sein? Ach so, da sind wir jetzt immerhin schon mal wieder bei den Einsiedlern angekommen. Ach, und wehe, jetzt kommt noch irgendwas. Weil nochmal möchte ich den Weg nämlich nicht nochmal laufen. Habt ihr sie gefunden? Habt ihr mein Haar? Ihr Götter, erlöst mich! Hier, nehmt eure Locke zurück. Ihr seid frei. Ich danke euch. Sie ist fort. Ihr Ruf, sie ist weg. Endlich Stille. Bis auf... Die Stimme derer, die ihr ihretwegen getötet habt. Sie werden mich verfolgen bis an mein Lebensende. Am Ende bezahlen wir immer für das, was wir tun. In diesem Leben oder im nächsten. So, das sind wir jetzt mit der Quest auch endlich fertig. So, da können wir jetzt erstmal wieder zur Stadt hoch. So, haben wir momentan eigentlich sonst noch irgendwas? Ja, jetzt haben wir noch Whisper. Ja, da müssen wir auch. Ja, für die Sidequest müssen wir sowieso. Eine Erdenklinge brauchen wir, das Dämonenblut. Haben wir auch nicht. Naja, die Quest machen wir später. Ich habe so die Befürchtung, dass die Söldner zumal in der Überzahl sind. Und zum anderen auch mit Sicherheit wieder vom Level höher sind. Da wir die Quest ja erst bekommen hatten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt dann nach Whisper in die Stadt der Toten. Und führen dort erstmal die Story weiter. Haben wir eigentlich alle aktuellen Runen? Elfen 9, Zwerge 9. Menschen haben ja noch nichts Neues gekriegt. Die werden auch, glaube ich, erstmal eine Weile nicht mehr drankommen.